Ja, hallo, hier ist Helmut Zorkorb aus Dubai. Und zwar sind wir hier im Tower 29, Boulevard 29. Und ich zeige euch mal die ersten 4 Wochen die Location, die ich mir dafür ausgesucht habe. Und wir gehen auch gleich direkt rein ins Appartement. Hier ist also Badezimmer. Es ist eine sogenannte One-Bedroom oder Ein-Zimmer-Apartment. Das nennt man hier Studio. Und hier gibt es immer auch kleine Waschmaschine. Und es ist alles ziemlich klein gehalten, klein, aber fein, kleiner Workspace. Und dann natürlich ein schöner Schrank und für 1 bis 2 Personen vollkommen ausreichend für einen Monat. Es ist auch eine schöne Küche. Hier ist alles da, was man braucht, inklusive Bügeleisen, Waschbrett und so weiter. Sogar ein bisschen Geschirr drin. Und hier draußen auch ein wunderbarer Balkon. Direkter Blick auf den Boulevard, also hier, wo das Leben so spielt, wunderschöne Aussicht. Und das kann man hier ganz, ganz toll für einen Monat, erster Monat Dubai, auf jeden Fall genießen. Immer Sonne, blauer Himmel, wunderbar. Und wir schauen auch ganz gleich weiter und schauen uns auch gleich noch ein bisschen auch so die Umgebung an, damit man auch so sieht, kann man es hier einen Monat aushalten. Und das ist genau mein Tipp. Im ersten Monat schaut euch einfach an, wo es euch am besten gefällt. Geht nicht einfach gleich mal für 3 Monate irgendwo fest hin, sondern schaut euch für einen Monat die Umgebung an. In dem Fall war es Downtown. Dann schauen wir uns auch den Pool noch etwas an. Also Boulevard 29, sehr zu empfehlen. Blick mit Burj Khalifa View, auch nachts am Pool. Wirklich wunderschön. Auch kleines, nettes Gym. Also alles tipptopp. Kann ich durchweg empfehlen. Preis im April, Mai um die 2000 Euro. Ja, also immer für einen Monat müsst ihr rechnen, circa 2000 Euro oder 2200, irgendwas in dieser Gegend, alles um die 2000 war in Ordnung. Und ja, am Sonntag kann man dann auch mal schön an den Kite Beach gehen, nicht weit weg, 15 Minuten Taxifahrt, 10, 12 Euro Taxi und schon bist du da. Hast du die schönsten Sonnenuntergänge und ja, Dubai at best. Oder einfach schön Sonnenuntergang genießen, schön am Meer. In diesem Sinne war es das für heute schon wieder. Ich werde euch noch öfter auch andere Locations zeigen, wo wir dann im zweiten Monat und im dritten Monat waren. In diesem Sinne war es das für heute schon wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ich freue mich auf einen Daumen von euch und auf eine Bewertung vielleicht auch. Bis bald. Ciao, euer Helmut.